Hallo meine lieben Pfeifenfreunde und herzlich willkommen zu meinem heutigen aktuellen Video. Heute möchte ich euch wieder eine meiner Pfeifen vorstellen. Und zwar handelt es sich diesmal um eine Pfeife, die im Sommer 2015 über einen kleinen Umweg ihren Weg zu mir gefunden hat. Konkret geht es diesmal um dieses schicke Pfeifchen hier. Ganz recht, es ist die Garm von Torben Dansk aus dem Hause Danpipe hier in Lauenburg. Und hier ist dieses Schmuckestück nochmal. Im Danpipe-Katalog wird sie ja passenderweise mit dem Schornstein der Dampflokomotive verglichen, die ja für den Jahrestabak von Choo Choo Train entsprechend abgebildet wird. Und ich muss schon sagen, dieser Vergleich ist wirklich sehr, sehr gut. Denn wenn wir uns dieses schöne Stück hier angucken, so erinnert einen der Kopf doch tatsächlich so ein bisschen hier an den Schlot der amerikanischen Dampflokomotiven zur Zeit des 19. Jahrhunderts, bekannt aus verschiedenen Wildwestfilmen. So ist das Pfeifchen auch im Danpipe-Katalog bzw. auf der Homepage zu sehen. Und wenn wir uns das Pfeifchen hier ein bisschen genauer angucken, stellen wir doch fest, dass es sich dabei sogar um eine Bulldog-Variante handelt. Der Holm ist entsprechend vierkantig. Hier oben haben wir die Spuren von Rhodesian oder Bulldog-Pfeifen. Und auch der Kopf läuft eben halt ganz grob darauf hin. Wir haben eine konische Bohrung unten. Das Ganze wird hier in die Mitte hin wird dicker und nach oben hin verjüngt sich das Ganze wieder. Insgesamt meiner Meinung nach eine sehr, sehr ansprechende Form. Das Einzige, was halt auffällt, vor allem, wenn man die Pfeife mit dem Katalog vergleicht. Im Katalog kommt die Pfeife alles in allem doch recht groß und wuchtig daher. Sie ist aber tatsächlich sehr, sehr leicht. Sie ist ein richtiges Federgewicht. Und das möchte man eigentlich kaum glauben, wenn man sich diesen Kopf hier anguckt. Und zwar, wenn wir jetzt mal schauen, Zeigefinger. Der passt bis zum Ende vom zweiten Glied rein. Die Pfeife hat also wirklich ein gutes Füllvolumen, definitiv im oberen Bereich. Ich bevorzuge ja normalerweise Pfeifen mit einem mittleren Füllvolumen. Die hier hat auf jeden Fall ein größeres bis hin zu einem großen Füllvolumen. Auch der Mittelfinger verschwindet fast bis zum Ende des zweiten Gliedes. Man kann es ja hier erkennen. Wie gesagt, Pfeifen, Zeigefinger komplett. Hier passt also wirklich gut Holz, gut Tabak rein. Und ich werde jetzt auch demnächst anfangen, die Pfeife zu rauchen. Sie ist momentan halt noch absolut jungfräulich und das wird sich in absehbarer Zeit ändern. Sehr schick finde ich auch die Kombination hier mit diesem Sattelmundstück. Sehr schön gearbeitet, vor allem man kann es ja auch hier gut erkennen, sehr flach gearbeitet. Und was mir halt auch sehr gut bei der Pfeife gefällt, ist eben halt die Rustizierung und mit diesem abgesetzten Streifen hier oben mit dem polierten Bruyère. Alles in allem sehr schick und sie lässt sich bequem zwischen den Zähnen fixieren. Wie gesagt, der Biss ist sehr flach und dürfte daher halt auch für die Beißer unter uns ideal sein. Wieder mal ein Zeichen dafür, dass man eine gute Pfeife für wenig Geld bekommen kann.
Preislich ist sie definitiv attraktiv. Von der Verarbeitung her lässt sich nichts bemängeln. Lediglich hier am Spalt kann man erkennen, hier ist ein bisschen Holz abgebrochen. Aber man muss halt auch fairerweise dazu sagen, diese Garben hier gab es bei Downpipe im Haus, direkt im Laden, als eine sogenannte Second, war also im Preis heruntergesetzt, eben wegen dieses kleinen Makels, den man aber wirklich nur sieht, wenn man hier am Übergang vom Holm zum Mundstück ganz genau hinsieht. Davon abgesehen ist sie eine wunderschöne Pfeife, liegt gut in der Hand. Ich bin froh, sie zu haben und bin natürlich schon auf euer Feedback gespannt, wer diese Pfeife vielleicht ebenfalls schon sein eigen nennt oder aber zumindest damit spekuliert oder sagen wir mal damit liebäugelt, sich dieses kleine Schmuckestück hier in absehbarer Zeit zuzulegen. Das war's auch schon soweit von mir für heute. Ich danke euch in gewohnter Weise sehr für eure Aufmerksamkeit. Wünsche euch weiterhin viel Spaß mit euren Pfeifen und mit euren Tabaken. Wir sehen uns wieder auf diesem Kanal hier. Happy Puffing, bis zum nächsten Mal, macht's gut. Ciao. Thank you.